Die Funktion eines Schalt- oder Wechselgetriebes ist im Prinzip gar nicht so schwer verständlich. Wir arbeiten hier mit zwei oder mehr ineinander im Eingriff stehenden Zahnrädern. Und was bewirken die? Wenn Sie sich vorstellen, der Motor gibt doch ein bestimmtes Drehmoment ab. Das wollen wir verändern, vergrößern, verkleinern. Wir wollen die Drehzahl verändern. Und die Drehrichtung hatten wir auch gesagt. Wenn Sie sich vorstellen, auf der Getriebeeingangswelle, die ja in die Kupplung ragt, sitzt im Schaltgetriebe ein kleines Zahnrad mit wenigen Zähnen. Dieses Zahnrad greift ein in ein viel größeres Zahnrad mit viel mehr Zähnen. So findet dort eine Drehmomentänderung statt. Und das kann so aussehen. Das kleine Zahnrad hier, das Treibende, das große Zahnrad, das Getriebene. Eine Veränderung findet statt des Drehmoments, weil ich hier unterschiedlich große Hebelarme habe. Sie erinnern sich an das Hebelgesetz. Eine Kraft, die auf einen Hebelarm wirkt, bewirkt ein Drehmoment. Wenn ich hier an dem Punkt eine Kraft wirken habe, die sich aus dem Zahnrad ergibt, an den Zahnflanken wirkt Kräfte, dann wirkt die gleiche Kraft in den Zahn des großen Zahnrades. Hier ist aber der Hebelarm bis zum Mittelpunkt viel größer, also entsteht ein größeres Drehmoment. Ich habe also eine Drehmomentverstärkung. Wie sieht das mit der Drehzahl aus? Angenommen, ich habe hier eine Drehzahl von 100 Umdrehungen, dann wird in dem großen Zahnrad wird sich viel langsamer drehen. Nehmen wir mal an, das hat doppelt so viele Zähne, dann dreht es sich nur halb so schnell wie das obere. Das heißt, hier machen wir eine Umdrehung, hier nur eine halbe Umdrehung. Wer da Probleme hat mit dem Abstraktionsvermögen, der kann sich vorstellen, hier starten zwei Läufer auf einer Aschenbahn und laufen mit dem gleichen Tempo um die Bahn herum, dann wird der im kleineren Kreis laufende Läufer nach einer bestimmten Zeit wieder an seinem Startpunkt sein, während der andere Läufer erst die Hälfte der Strecke zurückgelegt haben wird. Das heißt, wir haben ein Drehzahlverhältnis von 2 zu 1. Zwei Umdrehungen des kleinen Rades entsprechen einer Umdrehung des großen Rades. Gleiches gilt im umgekehrten Schluss natürlich auch für das Drehmoment. Ein Drehmoment, was ich hier reingebe, verdoppelt sich in dem großen Zahnrad. Und was die Drehrichtung anbelangt, ich habe das hier ja schon eingezeichnet, wenn das eine Zahnrad, in diesem Fall das kleinere, rechts herum dreht, dann dreht das im Eingriff stehende Zahnrad links herum. Was heißt das noch? Rechts herum und links herum. Auch das wurde in einem früheren Clip schon einmal erläutert. Rechts herum heißt, nur noch mal zur Erinnerung, wenn Sie Ihre Analoguhr mit Zeigern nehmen und schauen darauf, dann drehen sich die Zeiger rechts herum. Das ist so definiert. Wenn Sie also vor Ihr Zahnrad gehen, sehen, wie dreht das? Aha, es dreht wie meine Uhr, es ist rechtsdrehend. Das im Eingriff stehende Zahnrad ist dann natürlich linksdrehend. Und Sie sehen schon, wenn ich da noch einmal eine Änderung der Drehrichtung herbeiführen möchte, dann muss ich noch ein drittes Zahnrad einschalten und das wird zum Beispiel beim Rückwärtsgang gemacht. Ich möchte noch mal zusammenfassen für die Grundlagen dieses Getriebes. Was ändert sich durch die zwei im Eingriff befindlichen Zahnräder? Das ist das Drehmoment, das ist die Drehzahl und das ist die Drehrichtung. Das gilt immer, wenn die Zahnräder unterschiedliche Zähnezahl, unterschiedlichen Durchmesser haben. Haben sie beiden gleichen Durchmesser, dann ändert sich weder das Drehmoment noch die Drehzahl, nur noch die Drehrichtung.